Alle Leute müssen essen und alle Leute machen sich darüber auch ziemlich viele Gedanken. Also was heißt das? Warum esse ich? Was esse ich? Mit wem esse ich? Gleichzeitig ist es keine Frage, die wirklich tief ins Politische reingeht. Viele Leute sagen sogar, gerade Linke, naja, das ist so ein Öko-Thema und diese ganzen Leute, die so in Bioläden sich damit befassen oder Konsum so thematisieren, das wird eigentlich schräg angeguckt. Wir haben als Rosa-Luxemburg-Stiftung gemerkt, dass wir ziemlich lange, wenn wir über sozial-ökologischen Umbau gesprochen haben, die ganzen Fragen, die mit Ernährung und letztlich dann auch dem Agrarsystem zu tun haben, ein ganzes Stück weit vernachlässigt haben und sind dann aber darauf gestoßen, auch über Partnerinnen und Partner, dass es dringend notwendig ist, da was zu ändern und hier mehr zu machen. Das tun wir jetzt seit einiger Zeit und deswegen haben wir jetzt begonnen, diese ganzen Ergebnisse, Diskussionen mal zusammenzustellen. Also die Art und Weise, wie wir unser Essen herstellen und produzieren, die führt auf ganz vielen Ebenen dafür, dass erstens Menschen in Armut leben, dass Menschen teilweise in Zwangsarbeit leben, dass es Kinderarbeit gibt. Es führt zu Konflikten, zu Vertreibung, Landraub ist ganz bekannt. Und es führt natürlich auch dazu, dass die Umwelt zerstört wird. Also es gibt wenig Sphären der Gesellschaft, in denen zum Beispiel der Klimawandel über Treibhausgase so stark beeinflusst wird, wie das, was wir im Ernährungssystem machen. Das heißt, wir reden über den notwendigen Umbau des Ernährungssystems, den wir haben. Es braucht gutes Essen für alle und einen grundsätzlichen Umbau, der nicht nur einfach dazu führt, dass Leute satt werden, sondern auch zu mehr Gerechtigkeit und mehr demokratischer Kontrolle führt. Und da gibt es ein Konzept in der Welt da draußen, das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern kämpfende Bewegungen, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, Landlose, Landarbeiterinnen, die nennen das Ernährungssouveränität. Und das klingt jetzt erstmal so, als geht es dabei um Staaten oder sowas. Nein, es geht eigentlich darum, die Kontrolle über die Ernährungssysteme zurückzubekommen. Also ein großer Teil der Debatte in Deutschland ist ja bewusster Konsum oder kritischer oder ethischer Konsum. Viele Leute glauben, dass die Rettung der Welt, vor allem im Ernährungsbereich, darüber funktioniert, dass sie als Konsumentinnen und Konsumenten die richtigen Entscheidungen treffen. Dagegen spricht auch erstmal nichts. Also ich finde es immer super, wenn Leute sagen, sie machen sich Gedanken über ihr Essen, sie kaufen Fairtrade ein, vielleicht auch Bio ein, regional, das ist alles super. Ich glaube aber, es gibt eine Gefahr darin, dass die Leute dann eigentlich sich nicht mehr als politische Bürger begreifen, die auch über demokratische Prozesse entscheiden können, wie regulieren wir das alles, sondern die eigentlich nur noch über ihren Geldbeutel entscheiden, was passiert und was nicht. Und es ist natürlich ein Problem, wenn ich mir angucke, dass viele Leute in Deutschland eigentlich die Kohle nicht haben, Essen so zu konsumieren, wie sie das gerne würden. Also wer von Hartz IV leben muss, der hat unter 5 Euro am Tag, ein Kind hat sogar noch deutlich weniger für Essen. Damit kann jemand sich nicht gesund, biologisch, fair und regional ernähren. Das geht einfach nicht. Deswegen muss man, glaube ich, wegkommen von so einer Debatte, die sagt, der zentrale Hebel ist sowas wie unser eigener Konsum und dass alles nur um Siegel und dergleichen gehen muss. Wir müssen vielmehr eine Debatte darüber führen, welche Arbeitsbedingungen es gibt, dass wir wieder mehr regulieren, dass wir nicht sagen, wir steuern das marktförmig, sondern sagen, ey, Ernährung ist wie Bildung, ist wie Energie und anderes, ein öffentliches Gut. Da entscheiden wir zusammen drüber, wie soll das aussehen? Wie soll das Ernährungssystem aussehen? Wollen wir Genfood haben? Wollen wir Konzernfusion? Wollen wir, dass Leute, die aus anderen Ländern kommen, weil hier niemand mehr den Spargel stechen will oder Erdbeeren pflücken, dass sie zu den beschissensten Arbeitsbedingungen, die das ganze Land zu bieten hat, hier schuften müssen? Und das ist nichts, was ich ganz einfach darüber erkläre, dass ich den Leuten sage, hey, freiwillig, Demokratie bedeutet, du kannst im Supermarkt das einkaufen, was du für richtig hältst. Das wird alleine die Agrarwende, die Ernährungswende, die wir brauchen, nicht herbeiführen. Wenn wir als Linke dem was entgegensetzen wollen, was wir gerade Mist finden in der Welt, wenn wir Leute davon überzeugen wollen, sich einem Umbauprojekt anzuschließen, dann müssen wir auf ganz vielen Bereichen zeigen, wie soll das aussehen. Das ist nicht nur die Energiewende oder eine andere Mobilität, sondern es ist auch ein kompletter Umbau des Ernährungssystems. Da geht es darum, dass wir darüber entscheiden, und zwar wir und nicht die Konzerne, wie wir unser Essen produzieren, wer es bekommt, wie es verteilt wird, was da an Umweltzerstörung passiert oder nicht passiert. Das ist der relevante Kern. Hier müssen wir umbauen, eine komplette Agrarwende hinbekommen, sodass am Ende nicht nur alle satt sind, sondern auch alle gesundes Essen haben und die Bedingungen, unter denen es hergestellt wurde, nicht zu Vertreibung, Armut und Kriegen führen.